Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich wollte das Video eigentlich schon eher machen, weil ich habe heute ein paar Heatran Raids gemacht und jetzt ist natürlich alles viel später geworden. Eigentlich sollte heute auch Raid am Mittwoch kommen, aber es ist jetzt schon wieder sehr düster. Ihr seht ja selber die Belichtung, die macht mir dann wieder einen Strich durch die Rechnung. Ich habe auch keinen Bock mehr jetzt wieder mit einem anderen Handy in die Fresse zu leuchten. Deswegen jetzt dieses kurze Video, was heute so passiert ist, und die Raid am Mittwoch Folge wird es dann morgen geben, am Donnerstag. Bitte verzeiht mir das, wer das regelmäßig verfolgt und am Mittwoch da seine Highlights sehen möchte. Das wird morgen kommen, weil heute aktuell der 5er Raid Boss hat gewechselt. Heatran ist angekommen, vom Typ Stahl und Feuer natürlich, habt ihr gesehen, ist ein richtig cooles Teil, also ich freue mich da sehr darüber, feiere ich auch viel mehr als Cresselia, werde davon auch sicherlich mehr machen als bei Cresselia und das kann auch richtig stark werden, ich glaube bis 3700 WP kann das dann erreichen, wenn ihr das auf der Hand habt und Level 40. Das 100%ige aus dem Raid hat 21,45. Gab's auch heute sogar beim ersten Raid, nicht bei mir. Aber der Geiger hat heute früh an der alten Kirche, an der neuen Arena, bei seinem ersten Raid, auf seinem anderen Account, ein 100%iges Heatran bekommen. Da hat er schon mal ausgesorgt. Auch coole Sache, dass natürlich momentan es die doppelte Anzahl an Bonbons gibt. Dass ihr also immer gleich 6 Bonbons bekommt, statt 3 mit gelber Beere gleich 12 Bonbons. Da könnt ihr ordentlich sammeln jetzt, die ersten paar Tage. Und insgesamt habe ich jetzt schon 4 Stück gemacht. Und ich muss sagen, 4 von 4 bis jetzt gefangen ist natürlich sehr gut. Ich hoffe, das bleibt so. Bei Cresselia hatte ich ja insgesamt 34 von 34. Hat eine 100% Fangquote. Vielleicht ist das hier auch so. Habe ich natürlich mal eingeblendet, den ersten Raid, wie der Kampf abgelaufen ist. Wir waren da etliche Leute, haben das probiert, haben sie in sehr geringer Zeit auch niederbekommen. Dann bin ich mit dem Hosti noch ein bisschen rum. Wir haben dann noch am Friedhof einen mitgenommen und im Wildgehege haben wir auch noch einen mitgenommen. Das ging dann auch mit relativ wenigen Leuten gut. Wir hatten dann 5 Accounts nur noch dabei. Da hat man trotzdem immer noch die Hälfte der Zeit übrig. Deswegen wird auch schon vermutet, dass das Ganze also von 3 guten Spielern gut lösbar ist, wenn die da gute Konter haben. Oder ansonsten halt 4 bis 5 Leute da auch trotzdem kein Problem mit haben sollten. Wenn natürlich auch beste Freunde Bonus da ist und alles oder die entsprechenden Pokémon vorhanden. Mein Team bestand also aus Groudon, was ich genommen habe, natürlich mit Lehm, Schelle und Erdbeben, dann Rihonyor, was ich mir mal entwickelt habe. Ich habe dafür gestern extra sogar noch ein zweites Rihonyor entwickelt und gemaxt, weil das auch ein Lucky-Pokémon war und 98% hatte. Das erste hat ja 100 gehabt, habe also Groudon, zweimal Rihonyor gehabt, habe ein Sumpex mit reingenommen, ein 100%iges auf Level 40, das ist zwar Wasser, aber hat eben auch 2 Bodenattacken, die sehr effektiv waren und am Ende habe ich noch, weiß ich jetzt gerade gar nicht, Geowatz könnt ihr aber auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Geowatz auch immer noch eine gute Wahl, wenn ihr da das Gesteinsset habt, holt euch das Bodenset einfach, damit macht ihr auch einiges richtig, ansonsten genau Rizeros. Wenn ihr noch kein Rihonya habt, nehmt auch Rizeros einfach mit rein, das sollte sich ja jeder mittlerweile entwickeln können mit Bodenattacken und ja, beim ersten Mal war es sogar im ersten Ball so. So, ihr merkt selber, da ist das Video einfach mitten im Satz abgebrochen, denn heute ist wirklich alles verkackt. Die Aufnahmen sind flöten gegangen, beim Übertragen auf dem PC stürzt einfach alles ab. Jetzt habe ich es 100-mal exportiert, hochgeladen, nochmal sonst wo durch Programme gejagt. Ist einfach nicht mehr zu retten. Alles aufnehmen konnte ich auch nicht mehr. Jetzt ist schon stockduster. Ich wollte trotzdem heute noch was raushauen und ich wollte nur sagen, dass das erste im ersten Ball auch direkt drin geblieben ist. Ich habe da einfach irgendwie geworfen. Es ist einfach 10 Meter neben den Kreis geflogen. Trotzdem war es im ersten Ball drin. Beim zweiten gab es ein paar mehr Versuche. Das war sogar ein besseres. Auf jeden Fall über 21 hatte das. Und da war auch schon eine Schneelandschaft im Hintergrund. Und das ist dann da drin geblieben nach ein paar Versuchen. Und beim dritten, was ich auch noch hier gezeigt habe oder zeige, war sogar, das war das im Wildgehege, da hat es auch gerade richtig geschneit und das Wetter hat gepasst und weil das ja ein Typ Stahl ist und bei Schneewetter geboostet ist, war das sogar ein Heatran mit Wetterboost,
was gleich 2600 noch was hatte. Also richtig krasse Sache. Ganz am Ende habe ich heute, glaube ich, fünf oder sechs Stück gemacht. Alles sind drin geblieben, 6 von 6. Also gute Fangquote bisher. Hoffe, das bleibt so. Bei Cresselia waren sie auch 34 von 34. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das vorher im Video schon gesagt hatte, im ersten Teil. Wenn nicht, hört er hier alles doppelt und dreifach. Oder es ist eben neu. Aber das war es trotzdem von meiner Seite aus. Schreibt einfach mal rein. Wie viele Herdrahen habt ihr gemacht? Habt ihr überhaupt schon einen Herdrahen gemacht? Habt ihr eins gefangen? Habt ihr ein gutes? Wie findet ihr das Teil überhaupt? Und das war's von meiner Seite aus. Morgen, wie gesagt, Raid am Mittwoch, diesmal am Donnerstag. Aber die Highlights der Woche wieder für euch zusammengefasst. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.